Blurstar fragt Pete Smeet: Habt ihr Vorfahren aus einem anderen Land? Nee. Soweit ich weiß, nicht. Also zumindest nicht bis zu meinem Großvater. Danach weiß ich nicht. Meine Verwandten mütterlicherseits kommen wohl alle aus Russland, beziehungsweise aus der Gegend von Kasachstan, wo immer gesagt wurde. Ob das so stimmt, weiß ich auch tatsächlich nicht. Haben wir nie so überprüfen lassen. Das ist nur das, was so historisch überliefert wird über die Familien hinweg. Ja, wissen die meisten von euch ja schon. Mein Vater ist offiziell Holländer, ist zwar in Deutschland geboren, aber hat einen holländischen Pass. Und mein Opa ist dann in Holland geboren. Finde ich eine sehr gute Frage. Ich habe so gesehen nicht Vorfahren aus einem anderen Land, weil es war früher noch Deutschland. Aus einem Teil von Polen kommt mein Opa, mütterlicherseits, und also aus Schlesien. Und das war früher noch Deutschland, bis es dann nicht mehr Deutschland war. Deshalb so gesehen weniger. Und sonst sind eigentlich alle meine Vorfahren aus Deutschland. Also meine Oma und Opa väterlicherseits kommen aus Schlesien. Das ist im heutigen Polen. Aber früher war das noch Deutschland oder Deutsches Reich. Deswegen weiß ich nicht, ob man das quasi als, naja, Vorfahren aus einem anderen Land bezeichnen kann. Heutzutage wäre es das. Ansonsten habe ich noch ein paar Verwandte in Kanada, aber boah, so entfernt, dass ich die auch noch nie gesehen habe. Und glaube ich im Iran oder so. Aber die sind glaube ich da hingezogen, weil die irgendwas Diplomatisches da machen. Irgendwie so. Oder Afghanistan, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, habe ich auch gar nichts mit zu tun. Ansonsten nicht wirklich, nee.